Seekrauts. Moin Moin Seekrauts-Freunde, willkommen zurück hier bei uns auf dem Seekrauts-Kanal, dem Portal um unser gemeinsames Hobby, World of Warships, die nächste Flaschenpost. Wir sind wieder da, also mein PC ging ja vor ein, zwei Tagen hier mal in die Gerüste sozusagen, Wasserpumpenschaden bei der Wasserkühlung. Da habe ich jetzt erstmal eine Luftkühlung eingebaut und so kann ich jetzt erstmal für euch die nächste Flaschenpost machen und mal gucken, nachher vielleicht noch den einen oder anderen Livestream oder eben die Videos vom Testserver zum Beispiel, den bin ich euch ja noch schuldig. Ich habe jetzt erstmal vier Punkte für euch und möchte euch einmal nochmal diese Versorgungslinien-Event erstmal zeigen. Hintergrund ist der, da ist ja nicht so viel Info drüber gelaufen. Also ich hatte das in der letzten Flaschenpost mit erwähnt, aber der Rest ist irgendwie Learning by Doing. World of Warships gibt uns hier nicht so viele Infos, wie wir vielleicht auch bräuchten, um wirklich alles vernünftig darzustellen. Aber ich möchte euch ein paar Informationen geben. Also ihr konntet euch hier für die erste Etappe anmelden, indem ihr hier auf World of Warships hier proships.ru geht, da euch quasi eingeloggt habt mit eurem World of Warships Account. Wenn ihr Clanleiter, Stellvertreter oder Anwärter seid oder Anwerber seid, könnt ihr euren Clan da registrieren. Und jetzt ist es an euch, eure Mitspieler zu motivieren, in dieser in diesem Event hier die Aufgaben zu erfüllen. Und das sieht dann so aus. Also, wenn man sich dann da angemeldet hat, dann kommt man hier auf diese Seite. Und ja, ich habe jetzt schon ein paar Mitglieder, die hier schon mitgeholfen haben, ein paar Sterne zu erfahren. Hier bis Donnerstag hat man immer, hier kann man das oben gut sehen, muss man sich anmelden. Am Freitag findet das Matchmaking statt, gegen wen wir halt spielen müssen. Und Samstag, Sonntag ist dann eben der Krieg oder der Kampf um die meisten Sterne. Und ihr habt am Ende, und das wird ja in dem ursprünglichen Text nicht richtig dargestellt, 15 Versuche. Also jeder Spieler von euch im Clan hat 15 Versuche, hier diese Etappen und die Aufgaben zu erfüllen. In dem Fall ist es jetzt hier zum Beispiel mit dem amerikanischen Zerstörer 10.000 oder 5.000 Schaden machen. Die nächste Stufe sind dann 10.000 Schaden. Immer wenn man eine Stufe erreicht, bekommt man einen Stern. Der am Ende am meisten Sterne hat, gewinnt dieses Gefecht, kriegt 800 Öl der Clan on top. Pro 10 Sterne, die der Clan erfährt, gibt es nochmal 60 Öl. Und wenn man dann am Ende dieses ersten Schlagabtausch, also immer jede Woche, wenn man da zu den 20 besten Clans gehört, dann kriegt man nochmal verschiedene Ölbonis. Also hier geht es dann weiter, wenn man der erste Clan ist, die da überhaupt mitgemacht hat, 5000 Öl, wenn man der 20. Clan ist, nochmal 1000 Öl on top. Und so weiter. Steht hier auch alles nochmal dabei und hier stehen auch mal die Meilensteine, die dann jeweils zählen. Ich wollte es euch nur nochmal zeigen, die Seite ist erstmal auf Russisch und so weiter, deswegen wollte ich da jetzt auch nochmal drauf eingehen, dass ihr hier irgendwie einen kleinen Überblick bekommt. Vielleicht wollt ihr ja nächstes Wochenende dann mitmachen und ja, eure Leute dann entsprechend motivieren. Wichtig ist immer, dass eure Leute, die da mitmachen wollen, auch auf diese Seite gehen, nachdem der Clan registriert ist und dann sagen, bevor sie diese Gefechte mit diesen Aufgaben hier erfüllen, eben draufklicken und sagen, ich möchte jetzt, dass die nächsten 15 Kämpfe, die ich durchführe, in diese Aufgabenliste hier reinzählen. Wenn derjenige, der kann da hinten 10.000 Mal Zerstörer fahren, wenn er hier nicht geklickt hat, ich möchte teilnehmen, dann zählen seine Gefechte nicht in diese Wertung. Gut, ich möchte jetzt gleich zum nächsten Thema kommen, und zwar zu den Kampfaufträgen im September. Ja, ein bisschen was ist jetzt schon her, da waren wir gerade im Urlaub und so weiter, ich möchte trotzdem der Vollständigkeit nochmal erwähnen. Aktuell gibt es die Möglichkeit, täglich Jubiläumscontainer zu bekommen. Und zwar die glücklichen 3 ist die erste Aufgabe. Und da müsst ihr 3 Gefechte und 3000 Base XP verdienen. T5 bis T10 Schiffe sind möglich. Unternehmen, Zufall gewertet und Koop-Gefechte. Und dann bekommt ihr am Ende einen Jubiläumscontainer. Der Auftrag ist einmal am Tag abschließbar. Und dann gibt es noch dieses Wochenend-Wahnsinn. Der kann immer nur von Freitag bis Sonntag abgeschlossen werden und ihr müsst 4000 Base XP in Summe verdienen. Das geht zweimal am Tag, auch wieder Unternehmen, Zufall gewertet und Koop, T5 bis T10 Schiffe. Gibt halt dann nochmal, also wenn man beide mal abschließt, halt nochmal 2 Jubiläumscontainer. Das heißt, ihr könnt 3 machen
Und dann gibt es natürlich wieder die Willkommensbonis und täglichen Aufträge. Hier seht ihr die Bonis, die da möglich sind vom 1. bis 7. September. Da unten geht es dann weiter bis 8. bis 14. September, bis 21. September und bis 30. September. Einmal nur durch Einloggen und danach gibt es die täglichen Aufträge, so wie vorher auch. Ihr müsst dann halt die verschiedenen EPs erfahren. Hier wird es nochmal erwähnt, 250, 500 und 1000 EP. Und das ist die erste Reihe, dann bekommt ihr nochmal Kohlenbonus, wenn ihr die erste Reihe fertig habt. Und wenn ihr die zweite Reihe fertig macht, 1100, 1200, 1300 XP sammeln. Und dann gibt die zweite Reihe eben auch abgeschlossen. Für jedes Mal, wenn ihr quasi 250 XP gesammelt habt, bekommt ihr den Tagesbonus nochmal. Und bei 500 nochmal den Tagesbonus und bei 1000 nochmal den Tagesbonus. So addiert sich das immer aufeinander drauf. Gut, und was könnt ihr diesmal dann alles so mitnehmen? Das steht dann hier alles ausführlich da. Ihr könnt hier zum Beispiel die verschiedenen Flaggen mitnehmen. Ihr könnt hier Chancebegrenzungs Team 2 mitnehmen. Das hängt immer an dem Tag, von dem Tag an ab, an dem ihr eben spielt. Und hier gibt es auch 2800 Kohle, wenn man das in Summe, also immer wenn man die kompletten täglichen Aufgaben komplett durcherfüllt, sich einloggt und so weiter, dann kann man bis zu 2800 Kohle an dem Tag erspielen. Also ändert sich nicht groß. Hier habt ihr dann nochmal die monatlichen Herausforderungen, wenn man dazu will. Man muss dann diese täglichen Auftragsreihen dreimal erfüllen, neunmal erfüllen oder eben 20-mal erfüllen. Und dann gibt es diese entsprechende Tarnung hier zum Ende, sogar die Helena-Tarnung. Wenn man 20 tägliche Auftragsreihen erfüllt, also Reihe 1 oder Reihe 2, am besten beide, dann ist man immer relativ schnell fertig und muss man das nur 10 Tage lang machen, dann habt ihr am Ende die Helena-Tarnung und zwar die, die jetzt vor kurzer Zeit geschafft hat, diese Lackierungsausschreibung zu gewinnen, die gibt es dann da ja, umsonst. Also ist wieder eine Menge Sachen dabei, also ich kann gar nicht auf alle Bonis eingehen, die ihr hier bekommen könnt. Lohnt sich aber wieder auf jeden Fall mitzumachen. Die Summen, die hier immer stehen, sind immer die Summen, die ihr nur dann erreicht, wenn ihr alle täglichen Auftragsreihen erfüllt. Also einloggen, dann die 250 Basis-XP machen, dann die 500, dann die 750, dann die 1100, 1200, 1300, wie ich es eben oben schon sagte. Dann gibt es am Ende immer so viel Bonis, dass ihr da schon ordentlich was mitnehmen könnt. So, und der nächste Punkt ist How It Works. Das ist ja die Reihe, die World of Warships in der Vergangenheit schon immer weiter forciert hat. Und jetzt ist das die 7. Ausgabe und die hat dann auch mehrere Teile, weil es nämlich hier um das Aufklärungssystem geht. Das Aufklärungssystem ist ein super komplexer Teil in World of Warships. Man muss es verstanden haben, um erfolgreich in World of Warships spielen zu können. Und von daher kann ich das euch nur ans Herz legen, guckt euch dieses Video an. Die sind immer relativ kurz gehalten, nicht länger als 10 Minuten, aber mit vor allen Dingen anschaulichen Sachen erklärt, wie dieses System funktioniert. Ja, also es ist nicht nur irgendwelche vorgelesen, sondern wie in Videoform, in 3D-Grafik, mit Animationen und Einblendungen wird genau erklärt, warum jetzt wie, was passiert. Und da sind sogar nochmal Sachen dabei, die mir nicht so hundertprozentig klar waren, wo genau ist denn der Spotting Point und so die ganzen Geschichten. Das so würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Und als letzten Punkt in unserer heutigen Flaschenpost geht es nochmal um den Entwicklungsblock. Wir hatten das bei uns wieder auf der Facebook-Seite vor gestern online gestellt, gestern früh. Und da die deutsche Übersetzung wieder reingesetzt, es gibt wieder Balanceänderungen bei amerikanischen und deutschen Schiffen, sogar bei den britischen Schiffen. Da gibt es auch nochmal eine kleine Änderung, aber die ist jetzt nicht so dramatisch. Also, fangen wir oben an. Die Samson und die Wicks, die bekommen eine neue Torpedoreichweite, nämlich von 4,5 auf 5 Kilometer erhöht. Und damit gleichen sie diese Schiffe so ein bisschen an in Verhältnis zu den anderen Schiffen in dem Tech-Tree. Dann geht's weiter. Die San Luis, die war ein bisschen stark, sind sie der Meinung. Deswegen haben sie den Sigma-Wert von 2 auf 1,8 herabgesenkt. Das heißt, die Munition, die ihr abfeuert, die versammelt sich nicht mehr so doll in der Mitte, wie es jetzt noch der Fall ist. Und die Nachladezeit der Geschütztürme wird von 8 auf 9 Sekunden verlängert. Ja, wie gesagt, das soll sie auch ein bisschen ausgleichen, weil die San Luis auf ihrer Zielstufe wohl ein bisschen stärker war, als das von Wargaming gewünscht ist. Dann geht es bei der Dresden weiter. Das ist aber eigentlich doch gar nicht Tier 2. Ist die Dresden Tier 2? Ich glaube nicht.
Wie auch immer, auf jeden Fall, die Nachladezeit der Geschütze wurde von 4 auf 5 Sekunden erhöht und das soll ein bisschen den durchschnittlichen Schaden der Dresden senken. Weiter geht's und das ist dann für viele von euch schon wieder interessant, weil die Dresden hat man relativ schnell durch und auch die Tier 2, Tier 3 Stufen. Tier 7, die York. Die York war für mich auch so ein Schiff, was ich, naja, nicht so unbedingt total geliebt habe, aber jetzt wird sie verbessert. Und zwar die panzerbrechenden Granaten und die hochexplosiven Granaten bekommen kürzere Flugzeit. Vorher haben die Granaten 5,65 und 6,72 Sekunden für 10 Kilometer Kampfentfernung benötigt und jetzt sind es dann eben 5,09 und 5,14. Das ist eine deutliche Verringerung der Flugzeit. Also die Granaten sind schneller geworden und dazu kommt, dass die Granaten einen höheren Alpha-Schaden bekommen bei den 203 mm Geschützen. Und ja, das haut ordentlich rein. Ich bin gespannt, wie sich das am Ende dann auf die York auswirkt. Ob das Ding dann immer noch so, naja, schnell durch und Augen zu oder eher vielleicht doch ein bisschen, auch behalte ich doch mal im Hafen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr zur York denkt und ob diese Änderung euch entgegenkommt. Gut, und der nächste Punkt ist die Mahan. T7 amerikanischer Kreuzer. Oberflächenerkennbarkeit wurde reduziert, nämlich um 300 Meter fast. Und auch das Abfeuern der Geschütze im Nebel, auch da wird die Erkennbarkeit reduziert. Wie gesagt, das ist alles jetzt noch in Entwicklung. Das kann sein, dass sich das alles jeden Moment noch ändert, dass das gar nicht so ins Spiel kommt. Es wird im Moment rumprobiert. Ja, diese Änderungen gelten übrigens dann auch für alle Rümpfe bei der Mayhem. Und dann gibt es noch einen Punkt für die britischen Zerstörer T9, T10. Da wird es auf den Grund der Historik dann eine Anpassung geben, nämlich die Geschütze von 114 mm runter auf 113 mm stattfinden. Ob sich damit dann auch die ballistischen Werte oder der Alpha-Schaden der Granaten verändert, wissen wir nicht. Ich denke mal nicht. So mein Bauchgefühl. Ja. Aber gut, das ist es schon. Wie ihr seht, sind wir diesmal jetzt schon relativ schnell durch mit den 4 Punkten. 12 Minuten ist es dann trotzdem geworden. Mein PC läuft erstmal wieder. Ich bin auch ein bisschen umgezogen. Ihr habt es wahrscheinlich in der Kamera gesehen, dass ich jetzt einen leicht anderen Winkel habe und so weiter. Ich bastel hier noch ein bisschen. Ich bin mit meiner Computerecke sozusagen von der linken Seite auf die rechte Seite des Raums gezogen und muss mir jetzt hier noch so ein bisschen einrichten. Aber das wird sich auch finden. Also, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin macht's gut, euer Secrets-Team, euer Macher. Ciao, ciao. Secrets.